Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind endlich mal wieder auf einer richtigen Insel angekommen. Also richtig dahingehend, dass hier Menschen wohnen, dass es hier eine Siedlung gibt. Eine Art von Zivilisation. Schauen wir mal, wie wir uns jetzt hier vergnügen können. Oder was es hier für uns zu tun gibt. Diese Treppen sind schon mal ganz beeindruckend. Abwechselnd in den Stein geschlagen und sehr gut gepflegte Holztreppen, nicht schlecht. So, hier können wir reiten. Das wird auch noch ein Thema sein. Hm. Insofern muss plötzlich... Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Vor der Göttin nieder. Huldige ihr. Letzte Nacht war... Puh. Okay, wir sind in Larvik. Ja, insofern muss plötzlich ja sowieso irgendwie... im Blick. Aus dem Boot. Oh, der würde kurzen Prozess machen mit dem Biest. Dann gucken wir mal. So, was ist hier los? Er hat ein Biest-Problem. Das ist doch schon mal gut. Thorleif. Bist du ein Hexer? Sehe ich recht? Ja, gibt es Arbeit für mich? Wenn du willst. Da treibt was Böses sein Unwesen. Wir trauen uns schon nicht mehr aus dem Dorf. Okay. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschtscheis und Manticoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Okay, das klingt jetzt nicht lustig. Mein Lachen war jetzt ein bisschen unangemessen. Aber trotzdem, über die Belohnung muss geredet werden. Reden wir über meine Belohnung. Du willst feilschen? Wonach richtest du dich denn? Nach der Höhe des Widerrists oder... Nein, nach der Spezies. Ertrunkene kosten weniger als Gorgos. Aha, aber wir wissen doch gar nicht, was da an der Hauptstraße rumlungert. Erschlag es doch erst, dann reden wir über Geld. Nein, wir müssen uns vorher einigen und einen Bonus für unverhoffte Risiken verabreden. Dann opferten die Jarls auf Hildaskjall einer ganzen Herde den Göttern, damit sie einen Mann finden, der mutig und stark genug ist, um Morgfag zu töten. Bei den Geistern aus Mörhock. So, das ist ja eine fette Summe. Meine Güte, kann es sein, dass durch diese... Nee, aber durch diese Mod-Erhöhung wird das jetzt nicht auch erhöht worden sein, oder? Ich hab's ja nur um 100 erhöht. Wow, krass. Naja, ich will den jetzt auch nicht so viel abzocken. Das ist ja schon enorm. Ah, wie du willst. Immerhin riskierst du ja den Kopf. Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Okay, kümmern wir uns direkt mal darum. Aber wir werden vorher erstmal hier beim Schmied vorbeischauen. Wie kann ich helfen? Bewegte Zeiten. An den Waffen sollte man nicht sparen. Wohl wahr. Er könnte Quint spielen, aber das brauchen wir nicht mehr. Zeig mir, was du hast. Verkauft er irgendwas Spannendes? Ich glaube auch nicht. Insofern können wir was verkaufen. Er hat ja ein bisschen Geld. Sehr gut. Also, der verdänische Schützengambison. Die Assassinenhandschuhe sind ganz schön gut, aber nicht besser als das, was wir haben. Warum ist das so komisch nicht sortiert? Wahrscheinlich, weil wir die ganzen Schätze aufgenommen haben. So, Artskellig Aketon. Rüstung der großen Sonne. Wow. Da wird er wahrscheinlich nicht genug Geld haben. Oh mein Gott, die ist ja richtig wertvoll. Das ist die belharvenische Brigantine. Kein Problem für ihn. Artskellig Aketon nochmal dabei. Dann läppische Stiefel, Kavalleriehose, Jägerhose, okay. Und, oh, schaut mal,
Oh, das war doch ein richtiger Schatz. Die Fährtenlesehandschuhe, die sind echt besser als das, was wir haben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war schon lange nicht mehr so. Gut, verkaufen wir auch die Waffen. Jetzt hat er kein Geld mehr. Okay, die ist so wertvoll. Ein gnomischer Gewehr. Klinge von Tiertocker. Ich glaube aber, die haben wir auch gerade zuletzt aufgenommen, oder? Wir wollten auch nur eine Waffe behalten. Schicksal war es. Das vergessene Schwert, aber das wird er uns auch alles nicht bezahlen können. 188, 380. Aber hier sind noch ein paar kleine. Das geht noch. Und das auch nicht. Gut, haben wir aber gutes Geld verdient. Ja, die Frage ist, ob wir nicht gleich mal hier das reparieren lassen, diese Handschuhe. Machen wir mal bei ihm die Fährtenlesehandschuhe. Und dann sagen wir bis dann. Und dann werden wir echt mal seit Ewigkeiten mal keine Hexe, also ein Rüstungsteil haben, was keine Hexerrüstung ist. Wir vergleichen nochmal. Andererseits, also der reine Rüstungswert ist besser, das muss man auch sagen. Wir verlieren Elementarresistenz. Wir verlieren, ja gut, die 1%, die kann man vergessen. Aber ich sehe gerade, das hat auch 6% Angriffskraft. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich habe mir das doch anders überlegt. So überzeugend ist das jetzt auch nicht. Diese 4 Rüstungen macht das nicht wett. Da nehme ich lieber die 6% Angriffskraft. Umsonst repariert, verkaufen wir beim nächsten. Dann also doch nicht. So, aber die Siedlung, muss ich sagen, gefällt mir hier schön. Schön über den Felsen angelegt. Gibt es irgendwas zu diesem Ort zu lesen, zu erfahren? Larvik. Das größte Dorf auf Hindarsfjöll und Heimstatt von Dona, Anführer des Clan Anhindar. Die Einwohner sind gerechte, götterfürchtige Leute, Traditionalisten und Freier treu ergeben. Okay, dann würde ich sagen, ach komm, wir sprechen erstmal mit dem Händler. Und einen Anschlagwert haben wir auch gleich in der Nähe. Hallo, willst du was kaufen? Ja. Zeig mir deine Waren. Was hast du denn so? Okay, er hat nicht viel. Was wir an ihn verkaufen könnten, wäre dieser Sattel. Und ja, der ist schlechter als der, den wir haben. Das ist dann in Ordnung. Und wir haben hier auch noch ein Eisbärenfell. Das kann er auch neben den Rest behalten. Ah, wir haben hier unten noch Feller, ne? Fell eines weißen Wolfs geht noch weg. Wolfsfell, alte Bärenfelle. Wunderbar. So, den Rest behalten wir. Wiedersehen. Bis dann. Und ich würde sagen, jetzt besuchen wir auch noch die Kneipe hier. Aber das scheint hier kein Eingang zu sein. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Ich war in Lofoten. Dort gibt es mehr Gräber als Menschen. Sie hätten auch uns angreifen können. Wir hätten sie abgegeben. Eieiei. Schön. Schöner Ort. Sei gegrüßt. Eine nette Taverne hast du hier. Eine Taverne? Es ist keine Taverne, sondern die Kriegerhalle. Mhm. Und was macht man denn so in einer Kriegerhalle? Man kämpft? Manchmal passiert es, dass jemand eine in die Fresse bekommt. Das stimmt. Meistens kommen die Leute aber hierher, um zu speisen, zu trinken, sich beim Feuer zu wärmen und die Geschichten der Skalden zu hören. Genau wie in einer Taverne. Ah, ihr von dem Kontinent versteht aber auch nichts. Trink mal ein bisschen von unserem Met. Vielleicht wird das dir den Verstand klären. Bleibst du lange? Vielleicht. Was hat er denn? Zeig mir deine Waren. Okay, er hat ein bisschen Schnaps. Wir kaufen alle Vorräte auf. Kirschlikör. Ja, wir haben noch ziemlich viel, muss ich sagen. Markhammer Schnaps. Schnaps. Aber ganz vorbeigehen kann ich auch nicht. Wir nehmen mal 5 mit. So. Okay, aber ansonsten, leb wohl. Nichts Spannendes für uns. So, gibt's hier noch was Interessantes? Was du nicht sagst. Wir haben vorhin leider so ein Gespräch so ein bisschen
abgebrochen, nicht ganz zugehört. Diese Tischmesser taugen höchstens zum Zahnreinigen. Eine Axt, das ist eine Waffe. Ja, alles klar. Wo willst du hin? Da ging es irgendwie um Nilfgaard oder so. Mal sehen, vielleicht können wir da nochmal lauschen. Irgendjemand hatte sich hier... Frisches Fleisch! Aber die Geschichte ist vorbei. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Wende dich an den Jarl, der wird zuhören. Beutezug in den Westen. Gute Männer, aufgepasst. Nächsten Lammers breche ich mit Grettir und Finnbjörn in den Westen auf. Die Ältesten behaupten, dort gäbe es nichts außer weites Meer, Riesenkraken und Schlangen. Aber ich bin ein Mann, der die Dinge mit eigenen Augen sehen muss. Wenn ihr das Abenteuer sucht, haben wir noch einige freie Ruder. Oh, das ist auch ein Leif, der gern Westen aufbricht. Sehr schön. Suche Lehrer für meine Tochter. Obwohl, warte mal, hieß der möglicherweise Amerika entdeckt hat, hieß der auch Leif oder hieß der Erik? Ich glaube Erik, ne? Das habe ich jetzt verwechselt. Naja, auf jeden Fall, unsere Wikinger sind ja auch einfach westwärts gefahren. Beeindruckend. Suche Lehrer für meine Tochter. Wer kann meine Tochter den Umgang mit dem Bogen beibringen? Das Mädchen kann mit dem Schwert und dem Speer bereits gut umgehen, sticht sich mit dem Pfeil aber eher die Augen aus, als dass sie das Ziel trifft. Hemmingur. Ragnarok. Ragnarok ist nah. Schärft eure Schwerter. Feilt an euren Kampfkünsten. Besiegt eure Angst. Wenn der goldene Hahn Kambi kräht, wenn Hemdall sich erhebt, wenn die Regenbogenbrücke sich für die Riesen öffnet, müssen die Söhne und Töchter von Skellige für den Kampf gewappnet sein. Okay. Ich erkenne einen Sohn nicht an. Ich erkenne den Sohn nicht an, den meine Frau Eldrit zur Welt gebracht hat. Wer ihn aufnehmen möchte, kann vor dem nächsten Vollmond zu uns kommen. Danach werde ich ihn in den Bergen aussetzen. Egin. Oha. Und hier ein Auftrag. Morkwark. Davon war vorhin die Rede. Söhne und Töchter der Freier. Wieder ist ein Jahr vergangen, in dem Morkwark in den Gärten der Göttin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, dieses böse Wesen zu zerschlagen, zu erschlagen, wird unter den Sterblichen berühmt werden und die Gunst der Unsterblichen erringen. Und erhält außerdem eine Belohnung aus der Schatzkammer des Tempels. Schwester Josta. Klingt gut. Nehmen wir an. Im Wolfspelz. So, ich frag mich, wo... Fisch ist gut, aber nichts gegen ein saftiges Lamm. Wo ist eigentlich der Sitz des Jarls? Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ein letzte Nacht war... Was falsch macht? Ich hab alles, von der Klinge bis zum Fassreifen. Aber Klingen dürften dich wohl eher interessieren. In der Tat. Oh, warte mal, es sieht so aus, als hätten wir hier, wären wir hier schon gewesen. Waren wir aber mit Sicherheit noch nicht. Zeig mal, was du hast. Na gut, er hat aber, haben die hier ein gemeinsames Inventar? Er hat ziemlich wenig Geld. So, ich wollte ja auf jeden Fall jetzt doch die Handschuhe verkaufen. Das machen wir mal. Und da gibt es noch ein paar Schwerter, die wir nicht haben wollten. Gräber. Zu teuer. Tagesstern können wir noch verkaufen. Das war's dann aber auch schon. Naja, auch das kann er nicht bezahlen. Na gut. Bis dann. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Jawohl. So, aber wo ist der Jarl? War der nicht hier? Auch? Das ist abgeschlossen. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über den Kamin. Was für ein Schmuck. Das wird nicht das Jarlshaus sein. Der wird zuhören. Oh nein. Pass bloß auf, Weißer. Oh, das ist ja doch hier, Dona, oder? Grüß dich, Geralt. Mit dem haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Vielleicht in der Hauptstadt. Was gibt es Neues in Hindarsfjall? Neues? Lofoten liegt in Trümmern. Der Garten ist verwüstet. Hm. Und jetzt müssen wir mit einem Ulfedin fertig werden. Kurz, alles ist wunderbar. Okay, ist das Ulfedin? Ist das noch ein anderes Monster? Oder ist das unser Auftrag? Hatten wir
ihn das auch schon wirklich gefragt hier? Da Bran nicht mehr ist, bist du nach meinen Berechnungen der älteste Jarl. Ja, so ist es. Aber das wird sicher nicht lange sein. Na, die anderen werden kaum rascher altern. Nein, aber ich übergebe die Ehre mit Freuden an den Nächsten. Ich habe mein Leben gelebt, die Hände in das Blut meiner Feinde getaucht, die Wärme der südlichen Sonne gespürt, den Biss der nördlichen Winde und die Sanftheit der Frauen in Ost und West. Nun möchte ich eines sangeswürdigen Todes sterben. Ach, schön, wenn man das so sehen kann. Leb wohl. Das eigene Lebensende. Das könnte hier seine Halle sein. Könnte ich mir gut vorstellen. Nun gut, dann sprechen wir mal mit den Kriegern hier unten. Über dieses Monster. Ist das der Ulfedin? Vielleicht. Pass bloß auf, Fremder. Na? Puh. Ich kann ihn hier nicht ansprechen, obwohl ich ihn ansprechen müsste. Sprechen wir mit ihm. Ach, ja, frag doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem? Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau oder nicht, es hat ein paar von uns zerrissen. Und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Habt ihr wirklich gedacht, dass ihr alleine mit dem Monster fertig werdet? Wir mussten es versuchen. Wer, wenn nicht wir? Meinst du, Larvik ist eine Art Mutantentreffpunkt und es kommen jede Woche wieder Hexer vorbei? Das ist allerdings ein Argument. Die konnten ja nicht wissen, dass Geralt hier demnächst vorbeischneit. Erzählt ihr mir, was passiert ist? Frag nur. Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Da habe ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt. Fast in zwei Hälften. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack! Schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Hm, interessant. Danke. Hm? Wofür? Ich hab mich in dir getäuscht, Hexer. Pass bloß auf, Fremder. Okay, dann gucken wir uns mal an, was jetzt hier hinzugefügt worden ist. Also, hier ist das Heldenrennen ganz in der Nähe. Aber jetzt mal ehrlich, es wäre ein bisschen merkwürdig, hier ein Rennen stattzufinden, wenn man auf der Straße überfallen wird. Wir sollten uns wahrscheinlich erstmal um diese seltsame Bestie kümmern. Dann haben wir hier der Morgwarg. Wir können dort mit Priesterin Josta sprechen. Hier unten ist das Treffen mit Yennefer. Und hier haben wir noch ein Schema. Ja, dann machen wir das mal. Gucken wir mal, was das hier für eine Bestie ist. Halt, was ist das hier noch? Ach so, ja, Quar. War ich ja gerade. Das Rennen. Okay, auf zur Bestie. Seine neue Gefangene. Sie ich kommt aus Nilfgaard. Ah, warte. Dort gibt es mehr Gräber als Menschen. Und du lässt sie mit ihm das Bett teilen? Wir hätten sie abgewehrt. Jeder weiß, dass es in Larvik bessere Krieger gibt. Er sagt, wenn er sie ansieht, hasst er sie so sehr, dass er schreien möchte. Wenn die Nabelfahr hier wärst du schon lange tot. Okay, alles klar. Es geht um eine Sklavin aus Nilfgaard, vermutlich. So. Ein Hexer. Wir werden hier nochmal uns ein bisschen vorbereiten. Und passt auf, wir machen hier nochmal unser übliches Absud. Und dann gucken wir mal. Möge deine Axt nie zerbrechen. Knie vor der Göttin nieder. Und wisst ihr was? Weil wir ja jetzt... Ich würde gerne einfach jetzt Plötze mal holen. Obwohl, der Ort des Überfalls, der ist ja nun wirklich hier in der Nähe. Oh,
Ich sehe, da oben ist noch irgendwas Interessantes. Wartet mal, was haben wir denn hier? Oh, schaut mal. Oh, großmächtige Freya, hilf uns unsere... Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Hm. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Hm. Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Hm, na schön. Geh du voran. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Na los, dann gehen wir zusammen mit den Kriegern da rein. Hallo. Warum nicht? Für Ruhm und Ehre. Okay. Oha, hier geht's ja auch nicht zur Sache. Zurück! Heda, wohin gehst du? Hier stinkt's nach Feigling! Oh, Verschlinger. Oh Gott! Was? Wow. Hä? Okay, dieser Verschlinger-Explosionskram. Mensch. Ich bin zu übermütig geworden. Ja, wir sehen uns gleich. Ich hab dich im Blick. So, da sind wir schon wieder. Und jetzt werde ich mal Folgendes machen. Jetzt legen wir noch ein bisschen Nekrophagenöl auf, würde ich sagen. Wir wissen ja, was uns hier erwartet. Haben die ja auch schon gesagt. War ja schon im Gespräch die Rede. Da sollten wir uns offenbar ein bisschen besser vorbereiten. Das ist echt nicht ohne hier offenbar. So, jetzt werde ich erstmal... Ja, wir sollten auch nicht so krass gleich reinstürmen. Heda, wohin gehst du? Ich bekämpfe Monster. Ja, das war nicht so toll, ne? Angriff! Ja. Oh Gott. Können wir vielleicht auch noch eine ganz gute, ja, überlegene tanzende Stern? Vielleicht gar nicht so schlecht. Einfrieren ist gerade bei einer großen Gruppe vielleicht ganz cool. Wie schön, das wird dich sein. Zeig mir, was du zu bieten hast. So, Verschlinge, Achtung, geh weg da. Oh, er ist echt nicht weggegangen. Okay, Einfrieren war wirklich gut. Aber den Kriegern geht's auch nicht gut. Und weil die beim Verschlinger gestanden sind. Meine Güte. Da habe ich das doch schon extra ihnen gesagt. Sie sollen aufpassen. Wir gucken mal, was sie noch hier zurückgelassen haben. Ja. Rotes Mutagen. Und eine Kiste. Zurück! Ich töte ihn! Oh, verdammt. Ihr stinkt nach Feigling! Ja. Gegen Tod. Den einen hat's erwischt, ey. Ich häng dir deinen Kopf an den Sack. So, und die Quest ist gescheitert. Weil die leider zu übermütig waren. Und es ist wirklich jetzt hier am Al-Ghul gescheitert. Wow. Geralt von Riva? Ja, es tut mir leid um deinen Kollegen hier. Naja, okay. Überlegenes Schwert aus Dolblatana. Das klingt beeindruckend, das gucken wir uns kurz an. Ja, ich war noch gar nicht fertig, in der anderen Höhle mir die Sachen anzugucken. Da sind die schon vorgelaufen. Das war ein bisschen das Problem. Immerhin einer hat überlebt. So, mehr scheint es hier auch nicht zu geben. Ja, ich hätte mir natürlich auch später das anschauen können, was hier los ist, aber man wusste ja nicht, wie klein diese Höhle ist, nicht wahr?
geht's auch noch weiter? Naja. Nichts Besonderes hier. Gibt's hier noch mehr Gänge? Okay, hier ist der Ausgang. Hier ist aber noch was. Ah ne, hier endet das auch. Da oben könnte man noch hin. Sieht zumindest so aus. Ah, man kann aber nicht weiter springen. Da ist auch nichts. Nun ja, okay. Also, er hat zumindest einen ehrenvollen Tod. Das kann man ihm lassen. So, wir sind zurück auf dem Weg. Und wir müssen nochmal unser eigentliches Ziel markieren. Das liegt da vor uns. Die seltsame Bestie. Die vielleicht auch, wie so oft, gar keine Bestie ist. Wir werden sehen. So, hier sind wir jetzt schon an der Stelle. Hier ist der Wagen, von dem die Rede war. Okay. Okay, das sieht doch ein bisschen hart aus. Hm. Dem hat was richtig zugesetzt. Ja. Naja, vielleicht ist es doch eine Bestie. Sieht aus wie Blut, aber roter Lehm. Roter Lehm. Golem? Wir brauchen weitere Spuren hier. Hm, nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Okay, also Geralt weiß schon Bescheid, wir noch nicht so richtig. Aber es geht um Neckar und Hagubmann oder so. Hat er den getauft? Ogroide, wir reden über Ogroide. Nordwind und Ogroidenöl ist unser Thema. Dann nutzen wir Ogroidenöl. Ja, Neckar können unangenehm sein. Gerade in großer Zahl. Die Spuren führen in den Wald. Okay, na dann folgen wir den Spuren. Ja, hier scheint so eine Art Höhle zu sein. Ein guter Ort für ihr Nest. Okay, wir kommen wieder hoch. Hier ist ein Gerippe, auch interessant. Naja, dann springen wir mal runter, ne? Oh, und wir sehen Giftschwaden. Da sollte ich mit der Fackel aufpassen. Beziehungsweise, warte mal, wir machen mal so. Ja, ach so, so kriegt man Gift auch weg. Das ist gut. Wusste ich gar nicht. War ein Versuch wert? Oh. So, hier ist jetzt erstmal kein Gift. Trinken wir mal ein bisschen Wasser. Uiuiui, wollte gerade zur Fackel greifen. Ah, hinter uns. Was sind das denn für eine... Was sind das denn für unangenehme Neckar? Und wieso kommen die hinter uns? Wo kamen die her? Das die mag Neckar ich nicht. Die Neckar sind offenbar immun gegen das Gift. Jetzt beschützt es ihr Nest. Clever. Endlich, das Hauptnest. Das Hauptnest. Oh. Wo ist mein Schutz? Schon weg. Aber fällt mir nicht. So, jetzt kommt das andere Viech. Das ist er. Hm, ich habe wohl Gesellschaft. Da haben wir ihn. So. Ah, unangenehm. Okay.
So. Ist er wieder zurück? Ich nehme mal Donner. Ah, da kommt er wieder. Ah, er buddelt sich mal ein. Und da kommen die nächsten beiden. Die nächste Welle. Und unser Schutz ist weg. Ich brauche auch Waldkauz eigentlich. So, okay. Sieht aber noch ganz gut aus insgesamt. Kommen nochmal Viecher? Ja, es kommen nochmal Viecher. Schutz noch aktiv. Jetzt nicht mehr. Da haben wir ihn. So, mein Freund. Jetzt bist du dran. Okay. Die seltsame Bestie ist besiegt. Und er hatte eine Reliktwaffe dabei, die Wien. Ja, alles klar. Die Bestie ist nicht mehr. Wir gucken mal, ob wir noch interessante Mutagene finden. Vor allem rote. Ich habe noch nicht geprüft, ob es reicht für ein weiteres rotes. Aber es sind nur blaue dabei. Und ein paar Neckeraugen. Gibt es sonst noch was Spannendes? In der Ecke irgendwelche Truhen? Naja, man sieht, dass sie hier irgendwie was reingeschleppt haben. Aber das war's. Gut. Okay. Dann kam jetzt nur noch das Gift wieder vor uns. Aber das war tatsächlich nicht so gravierend. Das ist nicht ganz so martialisch, als würden wir jetzt hier immer Feuer nehmen müssen. Gefällt mir besser. So. Sehr schön, wir haben es geschafft. Was für ein schöner Abendhimmel. Ja, in der Tat. Wir werden in den Ort zurückkehren. Wir werden unsere Belohnung einfordern und es uns gemütlich machen in der Halle der Krieger und dort die Nacht verbringen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.